Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es ist schon eine ganze Weile her seit dem letzten Video, aber aus gegebenem Anlass, Corona, wollte ich euch jetzt einfach mal meine drei Lieblingsübungen für den Bauch zeigen. Und ganz wichtig, ihr kriegt davon kein Sixpack, ihr kriegt einfach die Muskeln darunter. Für den Sixpack müsstet ihr noch ein bisschen Diät machen. Damit wir im Sommer 2021 jetzt diesen Sixpack wieder hinbekommen, müssen wir jetzt schon im Januar dafür anfangen zu arbeiten. Ich zeige euch gleich mal die erste Übung, die ist ganz einfach, könnt ihr alles auch super zu Hause machen. Dauert vielleicht 5 Minuten. Ich mache immer so 20 Wiederholungen, 20 bis 30, je nachdem, wie streng ihr es findet. Und dann immer 3 Sätze, also 20 Mal machen, eine Pause, es 20 Mal machen, eine Pause, es 20 Mal machen. Genau. Also für die erste Übung flach auf dem Boden. Die Füße stellt ihr so auf und dann einfach so weit wie hochkommen. Und wichtig dabei ist hier unten nicht ganz hinzulegen, sondern immer ein bisschen unter Spannung zu bleiben. So, da ihr jetzt Pause machen würdet, zeige ich euch jetzt einfach schon mal die nächste Übung. Und zwar geht ihr da wie im Plank eigentlich und nehmt immer abwechselnd das rechte und das linke Bein vorne zum Ellbogen. Und dabei wichtig ist nicht, dass ihr durchhängt und auch den Popo nicht ganz weit hochstreckt, sondern eigentlich schöne Linie bildet mit dem Körper. Und auch hier pro Seite 20 Mal. Nächste Pause und ich zeige euch noch meine dritte und letzte Übung. Da legt ihr euch flach auf den Boden, am besten die Hände unter den Popo, weil mir macht es sonst meistens hier beim Steißbein weh und dann hebt ihr die Beine an. Dabei wichtig ist hier am unteren Punkt wieder nicht ganz runter zu gehen und den Bauch immer schön unter Spannung zu halten. Und auch hier 20 bis 30 wiederholen. So, ich bin noch ein bisschen außer Atem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch, da ein Abo und schreibt mir mal, ob ihr öfters sowas sehen wollt und ob es euch geholfen hat. Und dann hoffen wir mal 2021 auf einen schönen Bauch.